Der Musiker The Weeknd riskiert seine eigene Karriere und alles zu verlieren, um Menschen zu helfen, die gerade jede Hilfe nötig haben. Seit knapp 2 Monaten herrscht Krieg und es tut sich leider nichts, dass die Lage sich wieder stabilisiert. Stattdessen gab es nach einer kurzen Waffenruhe wieder Angriffe und kleine Kinder mussten wieder drunter leiden und alles verlieren. Die Menschen erleiden in dieser kalten Jahreszeit einen Kälte- und Hungertod und es muss sich schnell was tun. Und genau das tut sich jetzt auch. Denn wie nun bekannt wird, hat der kanadische Musiker dafür gesorgt, dass diese Menschen eine warme Mahlzeit bekommen. Denn er spendet 2,5 Millionen Dollar und sorgt damit für 4 Millionen Mahlzeiten. Die Menschen im Gazastreifen sollen die nächsten Tage dieses Essen erhalten. Insgesamt reicht es für 2 Wochen aus und könnte 170.000 Menschen mit Essen versorgen, von knapp 2 Millionen Menschen, die im größten Gefängnis der Welt leben. Außerdem gibt er bekannt, dass er 1 Dollar pro Konzertticket spenden wird an das palästinensische Volk. Diese ehrenhafte Aktion kommt bestens bei der Community an.